Hallo, guten Morgen. Hier sind wir jetzt mal. Wir haben uns den Jubi geschnappt. Genau. Ja, und haben dann mal jetzt uns fertig gemacht. Und sind jetzt unterwegs. Wohin? Wir wollen mal nach 300 Metern zu Ikea. Und wollen mal gucken, ob man noch ein bisschen, Dekoartikel oder irgendetwas findet, was man noch machen kann. Genau, dass wir ein bisschen schöner, angenehmer, wohlfühltechnisch ein bisschen was machen. Ne? Außerdem kommt man auch mal raus. Ja. Was? Ich sollte jetzt da wieder anfangen. Alles klar, ja. Wieder nicht aufgepasst. Jetzt fahren wir hier wieder. Nach 200 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Hier ist das große, gelbe, blau-gelbe Gebäude. Ja, ihr Lieben, ich glaube, man kann ganz gut sehen, wo wir sind, was es hier gibt. Und ja, wir machen jetzt unseren Mittag hier. Lecker. Es gibt auch Besseres, aber alles gut. Ja, so richtig fündig nach Deko sind wir noch nicht geworden, bis auf zwei kleine Blümchen, ne? Und Kunstblumen. Und ja, aber wir gucken noch ein bisschen. Ne? Jo, ihr Lieben, noch eine Arbeitsplatte. Hier war ja unsere Induktionsplatte, die liegt jetzt da. Mhm. Und wir hatten mit dieser Induktionsplatte leider Probleme, dass die mit dem Wechselrichter nicht klarkommt. Da hört man immer nur, wie das Relais klackert. Ja. Und jetzt habe ich eine neue bestellt, eine zweite. Auch wieder mit zwei Platten. Und ist heute gekommen. Und ich habe die heute angeschlossen und das funktioniert. Da habt ihr das Gesicht mal, hättet ihr sehen sollen. Ich habe leider vergessen, die Kamera anzumachen. Ja, das ist dann immer, ne, man ist da immer so ein bisschen, ja, jetzt musste man den Kühlschrank ein Stückchen rausziehen, weil der natürlich auch gesichert ist unten. Genau. Und die Kabelschälen musste ich abmachen da. Jo, und jetzt kommt diese Platte da rein. Aber erstmal holt Sabine, bitteschön, den Staubsauger raus. Ja. Also, das ist jetzt die Induktionsplatte, die wir jetzt bekommen haben hier. So, mit zwei Platten. Und die funktioniert. Jetzt kommt der da wieder rein. Oh, schaffst du das? Schaffst du euch mit helfen? Ja, nee, erstmal. Das ist auch gut. Ganz gut, ne? So, Leute. Ja. Jetzt ist die Platte drin. Ja. Kommt noch die Kühlschranktür davor. Kühlschrank ist wieder drin. Hallo. Ja, also. Firma Topwisch. Bedienungsanleitung gucke ich mir gleich nochmal an. Super, also. Klasse. Ine, cool. Wir beide. Endlich können wir so benutzen. Wir beide sind zufrieden. Die sieht ja auch sehr gut aus. Ja. Die ist ein bisschen draller, ne? Also ein bisschen mächtiger. Nee. Doch, das spielt keine Rolle. Alles gut. Ja, wichtig ist, dass sie funktioniert. Und das tut sie. Das tut sie jetzt. Jetzt haben wir quasi zwei Induktionsplatten hier. Und wenn wir noch eine dritte brauchen, können wir unsere, die wir zum Hinstellen haben, hier noch hinstellen. Ja, genau. Hier. Und die andere funktioniert ja auch mit Normalstrom. Ja, also mit Landstrom. Mit Landstrom. Deswegen werden wir die dann seitlich ein bisschen putzen und vielleicht verkaufen. Wir packen wir jetzt erstmal ein und dann kommt es erstmal an die Seite und dann. Genau.
Ja, Gott sei Dank. Also das war für uns nochmal wichtig. Absolut. Ja, also. Geschafft. Und jetzt Feierabend. Nee, jetzt möchte ich da unten noch die Garderobe sichern. Mhm. Und geht leider immer zu weit raus, aber ich muss auch die T-Shirts mal runternehmen und wieder in den Schrank legen. Ja. Ich wollte auch oben bei den Hosen aufräumen, auch noch nicht. Hier kommt alles noch, gut. Ne? Okay. Jo, Leute, seht ihr das, was wir heute gemacht haben? Biene, zeig doch noch mal. Ja, die Biene tanzt vor Freude. Komm, hör auf, das ist kein Tanz. Seht ihr das, da oben eine Gardinenstange? Das ist ja, wir waren ja nun gestern bei beim gelben IKEA, blau-gelb. Und haben uns jetzt hier diese Gardine besorgt und die Stange, die haben wir heute angebracht. Ist auch noch nicht hundertprozentig fertig. Also hört ihr, noch nicht hundertprozentig fertig? Da wackeln die Gedanken schon wieder. Da kreisen die Gedanken. Ja, gedacht ist das so ein bisschen als Fliegenschutz, was ein bisschen verhindern soll, dass sie direkt durchfliegen. Genau. Ne? Und ich denke mal, ein bisschen was hat schon gebracht. Ja, ne? Ja. So, und wir beide machen uns jetzt auf den Weg zum Einkaufen. Weil, ein bisschen was wollen wir mitnehmen, weil morgen ist ja Sonntag. Denn morgen geht für uns die Reise weiter. Genau. Wir haben das jetzt hier abgeschlossen. Wir begeben uns jetzt, genau. Und wir begeben uns jetzt wieder vorne in den Jobi. Also nach vorne. Und dann geht's morgen los. Ja, dann geht's los. Ja, also wir nehmen euch auf jeden Fall wieder mit. Bleibt uns ja nichts anderes über. Genau. Okay. Oh. Das ist ja, ja fast. Alles klar, Leute. Also, selbst nicht so gut. Also, wir nehmen euch gerne mit. Genau. Gut. So, ihr Lieben, wir hatten es ja schon erwähnt, ja, dass wir uns jetzt halt auf den Weg machen. Auf zu neuen Zielen. Morgen früh. Morgen früh. Ja. Und jetzt gehen wir mal über den Platz und nehmen euch mit und zeigen mal so ein bisschen was von dem Platz. Es gibt nicht ganz so viel zu sehen hier, aber so, dass wir mal... Ganz einfacher Platz, aber genau, toll geführt, ganz ja, lieber Menschen. Und dass er mal so ein bisschen einen Überblick kriegt, wie das hier so aussieht. Wir nehmen euch mit. Hier befindet sich die Rezeption und die Anmeldung. Hier bekommt man kühle Getränke, jede Menge Prospekte und Informationen über die Gegend und für die Autovermietung. Und ja, hier ist nochmal so ein Schild mit den Kosten und die Öffnungszeiten. Hier bekommt man Gas. Die Türen und Tore sind über Mittag geschlossen und werden am Abend auch geschlossen um 20 Uhr. Dann gibt es dort ein Tastenfeld mit einem Code für die kleine Tür und einen Code für die große Tür. Und hier steht die Biene. Ja, das ist also ringsum ist der Campingplatz wirklich auch eingezäunt. Also, ja. Und über Nacht und über Mittag ist alles zu, ne? Genau. Ja, hier ist die Müllentsorgung. Die kommen jeden Tag, egal Samstag oder Sonntag. Hier wird jeden Tag der Müll abgeholt. Und das ist der Platzplan. Sehr übersichtlich, also gut angelegt, 70 Plätze, ja, können wir empfehlen, ne? Genau, im hinteren Teil sind die größeren Plätze, ja, im vorderen hier, das sind mehr oder weniger Notplätze. So, hier ist die Zufahrt, einmal von der Seite und einmal von der Seite. Man kommt hier also auch mit größeren Fahrzeugen sehr gut rein, ein bisschen ausholen, aber es klappt eigentlich sehr gut. Ja. Und dann, wie gesagt, geht das hier runter, kommt man hier rein, da steht der Dicke und dann geht es einmal rund. Genau. Ja, und fußläufig in 10 Minuten zu erreichen, Strand und auch die Einkaufsmöglichkeiten, die es also wirklich auch zuhauf hier gibt. Ja. Ne? Und sehr viele Gelegenheiten, Restaurants zum Essen und ja. Strand ist wunderschön. Ja, absolut. Also auch die Promenade, ellenlang, viele Kilometer lang. Ja,
Also lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal an den Strand zu gehen. Ne? Ja. Okay. Hier ist die End- und Versorgung. Zwei Plätze, vollkommen ausreichend. Zweimal Frischwasser, einmal kein Frischwasser, sowohl zum Spülen. Und hinter der Mauer befinden sich die für die Entsorgung der Kassettentoilette. Hier ist ein Waschbecken. Und hier hinter der Mauer befindet sich die Entsorgung für die Kassettentoiletten. Hier sieht man mal eine Toilette, nee, zwei Toiletten und ein Waschbecken. Ja. Niedlich gemacht, also süß gemacht. Ne? Und man muss definitiv sagen, also das wird zweimal am Tag sauber gemacht hier. Hier sind die Damenduschen. Recht große Kabinen zum Waschen. Kann man durchaus auch zu zweit duschen. Oh, hier ist so eine Spülküche, um das Geschirr zu spülen. Ja, und hier kann man seine Wäsche waschen. Hier gibt es Trockner und Waschmaschinen. Ja, und hier ist sogar eine Toilette für Menschen mit Behinderung. Hier gibt es einen Aufenthaltsraum. Ja, nee, ist alles sehr schön und gemütlich gemacht. Ja. Eine Buhlbahn. Ja, so haben wir hier die ganze Zeit gestanden mit dem Jobi. Die nehmen wir auch mit nach vorne erstmal, oder? Ja, können wir machen. Letzten Blick auf den Platz, wo wir, weiß ich nicht, über 3 Wochen gewesen sind jetzt. 3 Wochen fast, ne, oder? Über 3 Wochen. Und tolle Menschen kennengelernt und jetzt geht's weiter. Schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt, ne? Genau. Okay. So Leute, nach einer turbulenten Fahrt an der Küste entlang, was heißt turbulent? Nee, aber war schon... manche Strecken waren schon etwas turbulent. Anspruchsvoll. Ja, aber hat Spaß gemacht, mal direkt an der Küste lang zu fahren. Genau. Unser Navi hat sich zwar immer gewehrt und ist immer wieder ausgestiegen, das muss ich nochmal kontrollieren, da habe ich schon Sprachstörungen, woran das liegt, aber ja, ich zeige euch jetzt mal, wir sind jetzt hier angekommen auf einem Stellplatz und bleiben hier eine Nacht. Und haben uns natürlich bis in die letzte Ecke verkrümelt, ja. Hatten auch die Möglichkeit noch dazu. Ja, für uns war wichtig hier, ich zeige es euch mal, dass wir ziemlich nah am Wasser stehen. So, hier ist jetzt mal unsere Aussicht. Hier raus, schaut mal, hier ist das Meer. Genau.
Und da gucken wir nachher auch nochmal. Du kannst von hier aus nach hinten rüber auf den Ort so toll schauen. Ja, also da gehen wir dann nochmal gucken. Das ist jetzt erstmal so, unser Ausblick. Jetzt essen wir erstmal was und dann gehen wir mal an den Strand. Und ja, vielleicht auch mal ein bisschen am Strand dann runter, ja, in so Ortschaft. Ne? Auf dann jeden kann Fall. Man doch mal ein bisschen gucken. Mhm. Ja? Okay. Hier hat sie jetzt so ein Verlangen, sich in Fluten zu stürzen. Genial. Und das Wasser ist so klar. Wir fühlen uns gerade so wohl, ja. Und total glücklich. Schöne Welt. Guten Morgen. Ja, hallo ihr Lieben. Hallo. Wir haben ausgeschlafen und begeben uns jetzt mal an den Strand, weil die Sonne wird gleich aufgehen. Und es sind sogar schon ein paar Leutchen da. Ja. Angler und ja. Und wir schauen jetzt mal, ne? Genau. Wir nehmen euch mit. Die Vögel, die zwitschern. So, der Kollege ist auch noch da. Ja. Werden wir schön frühstücken nach dem schönen Sonnenaufgang, ja, am Strand. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Schaut mal unsere neue Deko. Gucken wir mal, was der Jürgen da macht. Er möchte seine Drohne fliegen lassen. Mal sehen. Hat er jetzt schon lange nicht mehr in Benutzung gehabt. Und die Sonne scheint so schön herrlich. Ich trinke meinen Kaffee dabei. Von daher genießen wir das. Machen jetzt noch ein paar Drohnenaufnahmen und dann machen wir uns auf den Weg. Und ich sag euch, ich möchte ja eigentlich immer so schön aufs Wasser gucken. Das tue ich auch ganz viel. Aber ich kann auch keinen Blick von den Steinen hier lassen. Ist so eine Vielfalt, wie bunt diese Steine ist. Jeden einzelnen möchte man eigentlich mitnehmen. Und ich muss mich echt zusammenreißen. Den einen oder anderen in kleiner Form haben wir schon mit. Aber man möchte viel mehr mitnehmen. Sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und ich liebe Steine. Steine sind das Älteste auf der Welt. Okay.
Ja, zu dem Campingplatz hier. Oder Stellplatz, muss man ja eher sagen. Der ist so in der Länge nach hier gezogen und ist wirklich, wie ihr seht, da ist ein Berg. Und da geht's weiter nicht. Und wunderschön ruhig hier. Zu den sanitären Anlagen, da müsste ich dann noch mal reingucken. Aber wir benutzen die ja halt nicht. Aber also man kann sehr gut stehen hier. Alles nett, toller Empfang hier. Also insofern ist er zumindest, was das anbelangt, weiter zu empfehlen. Ja, also ganz kurz zum Sanitärhaus. Ich bin jetzt, wir haben es nicht benutzt, bin desto trotz eben, als wir die Entsorgung getätigt haben, mal kurz reingegangen. Okay. Und habe es mir mal angeguckt, bin ein bisschen erschrocken, schon von außen sieht es sehr verfallen aus. Definitiv könnten da Flickarbeiten, oder? Vorsicht! Der muss anhalten. Mhm. Mal gemacht werden. Ja, ich will da auch gar nicht weiter drüber nachdenken, das ist nicht meine Aufgabe. Zu diesem Platz, es ist ein niedlicher kleiner Platz. 340. Moment. Es ist wirklich ein niedlicher kleiner Platz, den wir insofern weiterempfehlen können, weil er liegt direkt am Wasser. Guck mal da. Seht ihr das? Das ist gut. Ja. Wie gesagt, also den können wir insofern weiterempfehlen, den Platz. Er liegt hier direkt am Wasser. Kannst du mal hier so runter zeigen? Ja, da komme ich ja hier. Alles gut. So, seht ihr das hier? Hier unten, da liegt direkt der Platz. Und da ist schon das Meer. Ja, nochmal eine kurze kleine Ausführung. Wir empfehlen diesen Platz, wer nicht darauf angewiesen ist, sanitär zu benutzen. Das ist unsers. Angucken kann sich das natürlich jeder selber. Ja, alles klar. Und insofern, was das Sanitäre anbelangt, sehr duster halt auch. Ne? Sauber, soweit ich hingucken kann. Ich habe es nicht total kontrolliert, ist auch nicht meine Aufgabe. Wie gesagt, wer nicht drauf angewiesen ist, sanitär zu benutzen, da kann man sagen, den kann man mal für ein, zwei Nächte anfahren. Ne? Ja. Genau. So, und ansonsten geht es jetzt durch weiter. Jetzt geht's hoch in die Berge, genau. Der Blick ins Weite. Ja.
man echt sagen, das sind echt Dinge, die lieben wir. Absolut, ja. Hier lang hinfahren dürfen, dann so da hinten Sie links ab, dann nehmen Sie links ab. Dann werden wir da nichts machen. So. Beide sind natürlich im Moment auf der Suche nach einem neuen Platz. Hatten wir jetzt schon zwei Absagen bekommen? Mhm. Zwei waren das erst. Oh, so schöne Blüten. Wow, das sieht ja cool aus. Und mal sehen, wo wir dann landen werden. Werden wir euch das dann zeigen, wenn wir es euch dann zeigen können, was sehen. Wo wir was finden. Wo wir was finden, genau. Oder wir stellen uns einfach an den Straßenrand. Jo. Und schlafen da. Auch über die weihnachtliche, der weihnachtliche Schmuck. Wir kämpfen uns hier durch die Städte durch. Mhm. Torre del Mar. Genau. Morgen Welt. Das gleiche wollte ich auch sagen. Ich war schneller. Ja. Hier, wir, ne? Ja, guten Morgen Welt. Ich bin Welt, noch ja. gar nicht angezogen. Ich bin wirklich gerade erst aus dem Bett gekommen. Ja. Aber jetzt gibt es erstmal schön Frühstück und schaut mal hier. Die Sonne geht da auf. Ja, oder ist schon aufgegangen. Genau. Aber jetzt kommt sie aus den Wolken raus. Wir jetzt, gucken wieder aufs Meer. Genau. Ja, wir zeigen euch gleich mal, wenn wir soweit gefrühstückt haben. Wie es rundherum aussieht. Wir sind ja wieder nur für eine Nacht und sicher überlegen wir wieder, wo man wieder ein bisschen länger bleiben kann. Aber jetzt fahren wir erst noch. Genau. Wir haben wieder freigestanden, aber das zeigen wir euch dann nochmal. Genau. Ne? Okay, bis gleich. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, aber hatten wir doch schon gesagt vorhin. Haben wir ja schon mal gemacht, alles klar. Vergesst es. Ja, wir hätten ja gesagt, wir wollten euch mal ein bisschen was zeigen hier. Ne? Genau, also nach wie vor, jetzt ist richtig die Sonne da, wenn ihr das seht. Kann man, glaube ich, nicht übersehen. Und wir müssen die Sonnenbrillen aufsetzen, weil die Sonne ist gleißend und warm gerade wieder. Richtig schön. Schön warm im Rücken. Genau. Und jetzt drehen wir euch mal um und zeigen euch mal, da ist das Meer. Und wir zeigen euch jetzt gerade mal, wo wir hier stehen. Ja, da steht noch sehr viel Wasser. Ihr von seht dem es. Hochwasser hier, ne, von den Überschwemmungen. Genau, wir befinden uns immer noch vor Malaga, aber das sind schon oder war schon eine Region, die auch zum Teil mit betroffen war. Deswegen seht ihr, dass da alles noch überschwemmt ist. Mhm. Wir sind, Das ist Torre de Mar. Der Ort. Ne? Torre de Mar heißt das genau, richtig. Und ja, jetzt würde ich mal auf die andere Seite gehen. Und ihr seht, da ist auch ein Riesenhaufen. Kies. Da ist viel von der Kante abgebrochen, vom Wasser. Da hinten seht ihr noch viel Wasser. Die Campingplätze, die da hinten liegen, die mussten auch evakuiert werden. Ja. Die Leute mussten evakuiert werden, alle, genau. Die sind in Sporthallen gebracht worden. Ja, genau. Und von daher haben wir uns für eine Nacht jetzt hier freigestellt. Ihr seht da oben, der große Stier. Und wir werden uns jetzt gleich auf dem Weg weitermachen,
Wenn wir einen Campingplatz, beziehungsweise da sind wir gestern vorbei gewesen, ich mach mal vor. Mal zeigen, wir sind gestern beim Campingplatz vorbeigegangen, haben uns den angeguckt, eigentlich auch recht schön stehen, aber auch alle sehr eng da. Ja. Nennt sich Campingplatz, macht aber eher die Wirkung eines Stellplatzes. Und der ist voll, der hätte eventuell heute, aber da hier auch dieses Überschwemmungsgebiet ist, möchten wir uns eigentlich dann auch dem entziehen und fahren jetzt weiter, damit man hier auch nicht rumsteht. Wir hätten uns gern die Ortschaften hinten angeguckt, aber es wird Zeiten geben, da werden wir das noch nachholen können. Wir werden auf jeden Fall auch an Marbella vorbeifahren und Malaga und Marbella. Orte werden wir umfahren, um da nicht irgendwo noch im Wege zu stehen. Und also das werden wir über die Autobahn vorbeifahren. Ne? Dann. Bis später. Bis später. Jetzt geht das wieder los. Wir sind startklar. Und der Dicke auf. Wir haben nochmal schnell durchgesaugt, Betten gemacht, alles das, was man so macht in seinem Zuhause. Ja? Jo. Seht, wollen wir jetzt ein bisschen was essen. Wir können euch aber auch schon mal zeigen, da sind wir, oder einer von uns beiden, der andere schneidet Brot, dass wir jetzt es uns hier etwas häuslich niedergelassen haben. Da gegenüber seht ihr die Entsorgung. Wobei man hier wirklich sagen muss, auf dem Platz, hier guckt da runter, geradewegs geht es dann runter raus. Und wenn ihr genau hinguckt, kann man auch das Meer sehen. Ich gehe mal mit euch raus. Schaut ihr? Irgendwann werde ich die Kamera mal oben aus dem Dachfenster raushalten. Und dann könnt ihr sehen, wo wir uns aufhalten. Genau. Wir haben hier jetzt erstmal für 3 Tage. Ja, 3 Nächte. Oder? 3 Nächte ist ja ein Tag mehr. Ja, ne? Genau. Für 3 Nächte erstmal eingemietet. Und mal sehen, wie es uns gefällt. Wir werden die Fahrräder abhucken. Und natürlich auch erstmal wieder waschen. Ja. Ein bisschen Fenster putzen. Die haben jetzt ganz schön gelitten. Ja. Und ja, ein bisschen gucken, was haben wir zu tun. Gucken, dann kann ich nämlich auch mal den Schlauch anschließen. Ja. Kann unsere Solarzellen von oben wieder sauber machen. Genau. Ja, wenn wir dann weiterfahren. Dass wir dann auch wieder ordentlich Energie kriegen. Das ist wichtig, genau. Ja. Die Energie brauchen wir halt, ne? Ja. Ja, und insofern nehmen wir euch dann mit. Auf jeden Fall. Gut. Ja, da steht der Jubi. Ja. Wir beide machen uns jetzt mal auf den Weg. Wir gehen mal zum Strand. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Genau. So, wir gehen jetzt hier mal über den Campingplatz runter. Ja. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und ja, es sind noch jede Menge Plätze frei hier. Also mal nicht einer von den Campingplätzen, die so überlaufen sind. Ne? Ja. Hallo. Hallo. Aber es sieht alles ziemlich neu aus, würde ich sagen. Ja, das haben sie geschrieben, dass das sehr neu ist. Ich trage hier den Müll mit mir rum. Jo. Hier draußen so schöne Waschbecken, ne? Ja, und da vorne, das ist die Rezeption. Das ist jetzt hier der Vorplatz. Hier kommt man reingefahren. Ja, man parkt quasi erstmal hier. Ne? Genau, hier kann man erstmal parken. Hier, wie gesagt, hier haben wir auch gestanden. Oh, ich liebe sie. Hier. Hibiskus. Hibiskus ist mein Lieblings. Schaut mal. Die hatte ich zu Hause immer. Hm, guck mal. Ich liebe sie.
Rot ist meine Lieblingsfarbe. Aber auch die sehen sehr schön aus. Oh, ich liebe es. Und das um diese Jahreszeit. Ja, naja, gut, das ist, wir sind in Spanien, ne? Ja. So, jetzt sind wir hier mal am Strand. Sieht noch ziemlich wüst aus hier. Ja, was heißt noch? Wir wissen gar nicht, ob er überhaupt. Ja, also zumindest da, die ganze, das ganze Holz und alles, was hier noch so liegt. Da ganz hinten, ich weiß nicht, ob man das in dem Dunst erkennen kann. Er zieht im Moment noch mehr zu. Ja, gerade da hinten, da ist der Berg von Gibraltar. Ja, genau. Der Affenfelsen oder wie der heißt. Ich habe ihn so nah angeholt und man kann ihn erahnen. Ja. Da haben sie. Ja. Mountain, ne? Ja, Leute, wir machen jetzt hier heute unser oder bereiten unser Essen vor. Wir wollen heute grillen. Bratwürstchen und Fleisch. Ich mache ein bisschen Marinade. Und die Biene macht hier einen Salat und ein Dressing. So Leute, zeige ich euch mal das marinierte Fleisch. So, der Rest wird eingefroren. Ja. Für später. Wenn wir mal, anderen Tag. Wenn wir mal in Not sind, dann holen wir das raus. Ja. Genau. Ja, und da ist der Salat. In the crowd, it's getting thicker. But get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Till the end, standing in a blurry dream. Zum Wohl? Zum Wohl, mein Schatz. Zum Wohl? Zum Wohl. Cool, cool, cool. So. Guten Appetit. Guten Appetit. So. Guten Morgen. Wie ihr seht, ist der Jürgen hier schon wieder am Basteln. Ich bin am Wäschewaschen, muss die Betten noch abziehen. Jetzt können wir auch unsere Fahrräder befüllen. Da unten ist unser... Ne, weil ja der LKW, haben wir ja unseren Kompressor dabei. Jetzt können wir immer die Fahrräder, wenn irgendwo was ist... Ja, das geht dann ruckzuck, ja. Ne, dann kannst du es befüllen. Jo. Mensch, klasse. Wir werden jetzt auch gleich nochmal unsere Fahrräder runter machen, wobei im Moment Zeit hat es noch. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wir haben heute Donnerstag. Ja, strahlend blauen Himmel. Wir haben schon gefrühstückt. Es ist jetzt 9:30.
Eine Waschmaschine läuft gerade wieder, aber auch die einzige jetzt für heute ist die letzte. Und wir sitzen hier in T-Shirt und kurzer Hose auf unserem Balkon und genießen die Sonne. Gucken da Richtung Meer runter. Haben natürlich wieder einen tollen Blick in die Richtung. Wir haben natürlich wieder die Versorgung und Entsorgung hier. Ja, wir können den Leuten zugucken, wie sie fähr und entsorgen. Wir können auch immer sehen, wer kommt und wer geht. Und wir haben das wieder mal alles total unter Kontrolle. Ja, auch wer kommt und geht, haben wir unter Kontrolle. Ist nicht immer schön, ist aber hier definitiv für unseren Dicken nicht anders zu bewerkstelligen. Ja. Und von daher fühlen wir uns trotzdem ganz wohl. Ja. Wir wissen, wir haben es nur 150 Meter darunter zum Strand. Hier schlafen wir und es ist auch manchmal schön, die Leute zu beobachten, wenn sie ihren Scheiß entsorgen. Mal wieder eine kleine Fahrradtour. Hier an der Küste entlang. Herrlich. Ich liebe es. Das ist noch entspannender als was wir bis jetzt erlebt haben. Ne? Ja, und vor allen Dingen hier diese absolut hier Natur. Ne? Ja. Also wirklich. Ja, weil wenn die, wenn die Sonne verschwindet, wird es frisch. Hey, schaut doch mal, wie diese Wolken aussehen. Hier, guck mal. Ja. Genau wie ein paar UFOs. E.T. kommt. Okay. Hi, der beobachtet mich. Wir sind ganz platt auf der Haare. Auf dem Kopf. Haare. Ja. Die Haare sind klar. Also, wir sind wieder zurück. Ja. Wir satteln jetzt wieder die Hühner. Ja, morgen geht's weiter. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life.